Henrik, ein Spiel mit unglaublichem Ende, ein Spiel mit Auf und Abs, ein Spiel mit einer unglaublich auch aggressiven und tollen Anfangsphase. Es hat mich an die Anfangsphase auch der Saison erinnert, mit einer starken, kämpfenden und defensiv starken Trierer Mannschaft. Ich glaube, heute kannst du richtig stolz sein auf die Jungs, oder? Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allen Dingen, weil wir über die ganze Spieldauer wirklich sehr, sehr konzentriert und gut verteidigt haben. Natürlich haben wir Fehler gemacht und waren auch Situationen, die wir natürlich gerne anders spielen wollen. Aber insgesamt, also finde ich, eins der von Anfang bis zum Ende wirklich besten Spiele von uns dieses Jahr. Vor allem in der Konstanz, wie wir angegriffen und verteidigt haben. Eine Mannschaft wie Bonn, die im Moment ja einen extrem guten Lauf hat, und offensiv kaum zu stoppen ist, heute bei 40% zu halten, ist natürlich was ganz Besonderes. Ein tolles Spiel, ein ganz wichtiger Sieg. Wie viele Steine sind dir da und auch der Mannschaft da vom Herzen gefallen? Ihr wart ja in den letzten Wochen schon nah dran. Du hast immer gesagt, wir machen Schritte vorwärts, wir entwickeln uns gut, wir trainieren hart. Heute der Lohn der Arbeit. Ja, ich möchte gern sagen, dass es das schlüssige Ergebnis von unserer Arbeit ist. Wir haben wirklich gut gearbeitet die letzten drei Wochen, aber man muss es halt daneben auch umsetzen können. Und irgendwann muss der Ball auch einmal für einen selber fallen. Also die Endphase war natürlich super spannend und umstritten. Aber dann haben wir auch endlich mal der Ball in unserer Hand in der letzten Sekunde. Und das ist natürlich toll für Nate auch, dass er in dieser Situation war, weil er einfach ein Riesenspiel gemacht hat und sich das über das ganze Spiel einfach verdient hat, dann auch mal der Game-Winner zu sein. Und freut mich sehr für ihn und natürlich für die ganze Mannschaft. Gerade in dieser engen Liga zählt jeder Sieg fast schon doppelt. Gerade auch gegen Bonn, wo man ja nie weiß, wohin die Reise geht. Man weiß auch jetzt immer noch nicht. Wie wichtig war dieser Sieg gerade im Hinblick auch auf die Tabellenkonstellation im Moment? Also für uns war es extrem wichtig, einfach dieses Spiel zu gewinnen, weil wir in den letzten Wochen eben nah dran waren und uns entwickelt haben, aber eben das Spiel am Ende nicht drehen konnten. Und heute haben wir das Spiel gewonnen und das gibt uns dann auch Hoffnung für die nächsten Aufgaben. Man hat aber auch gemerkt, im Gegensatz zu Bayreuth, ich bin der Meinung, in Bayreuth, wenn es ein Heimspiel gewesen wäre, das gleiche Spiel hätten wir gewonnen. Heute hat man gemerkt, wie wichtig auch der Heimfaktor ist, oder? Ja, natürlich. Die Mannschaft fühlt sich einfach wohler. Die Fans waren riesig hinter uns. War eine unglaubliche Stimmung, eine Derby-Stimmung, die nochmal besonderer war. Und natürlich ein Riesendank an alle Fans, die da waren. Das war eine Riesenstimmung und natürlich hat es uns getragen. Ihr habt vor dem letzten Viertel, glaube ich, mit 11 geführt. Bin mir ganz sicher, auf jeden Fall relativ souveräner Spiel, bis dahin auch gut kontrolliert. Und dann 5 Minuten keinen Punkt gemacht. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du da siehst? Da gab es auch viele Foulpfiffe und dann ein unsportliches, da kommt Bonn plötzlich ran. Sieht man da die Fälle schon davon schwimmen oder geht man gar nicht so weit? Na, es gibt in jedem Spiel Phasen, wo man so ein bisschen den Faden verliert. Das war sicherlich eine von den Phasen. Dann kamen diese vielen Fouls und technisches und viel Unruhe insgesamt im Spiel. Ich bin im Moment einfach nur glücklich, dass wir jetzt in den entscheidenden Sekunden wirklich das richtige Händchen haben und ein für uns unglaublich wichtiges Spiel gewonnen haben. Blicken wir voraus. Ich glaube, das schöner könnte es auch nicht sein. Die Leute gehen alle euphorisiert nach Hause nach so einem Spiel, gerade wie es gelaufen ist. Genau das zeichnet ja Basketball aus, die Entscheidung in der letzten Sekunde quasi. Jetzt kommt der FC Bayern München am nächsten Sonntag vor, mutmaßlich, also ich gehe davon aus, ausverkauftem Haus. Im Moment auch einer der besten Mannschaften, allerdings heute auch. Und das zeigt auch wieder diese Liga, überraschend mit 2 in Tübingen verloren. Man weiß nie, was passiert und das lässt uns doch auch hoffen für dieses Heimspiel, oder? In der Liga ist alles drin, aber München ist für mich mit Bamberg, Oldenburg und Berlin schon die 4 Mannschaften, die einen kleinen Abstand zu den anderen haben mit der Qualität und von dem, wie sie auftreten jetzt in den letzten Monaten, muss man schon sagen. Also seitdem Svetislav da ist, ist die Mannschaft, glaube ich, 3-mal verloren und spielt einfach seinen Basketball, der sehr schwer zu besiegen ist. Für dich natürlich auch gerade deswegen ein besonderes Duell, weil du sagst ja, Svetislav Pesic ist mein Vorbild, ist der Mann, der mich geprägt hat in meiner aktiven Karriere und auch ein Stück weit auch als Trainer von seiner Philosophie. Na, erstmal ist es für uns ein ganz wichtiges Spiel und wir werden uns natürlich darauf so vorbereiten, egal gegen wen wir da spielen. Wir wissen, dass das eine große Kulisse ist, auch eine Möglichkeit für uns jetzt wieder zu Hause zu spielen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen, denn in diesem Spiel ist definitiv München der Favorit. München der Favorit, also für euch eine Rolle, die euch liegt, war ja heute eigentlich, wenn man von der Ausgangssituation an rangegangen ist, Bonn mit 6 Siegen in 8 Spielen in 2013, eine ähnliche Situation. Ja, die Rollen waren definitiv vertauscht im Vergleich zum Hinspiel, wo wir ja, glaube ich, 7. oder 6. waren und Bonn 12., 13. und jetzt war komplett andersrum und natürlich doppelt schön, dass wir das heute gewonnen haben.
Der FC Bayern München zuletzt einer der stärksten Teams. Was macht dieses Team so stark? Also sie haben ja auch zwei Trainerwechsel hinter sich. Mit Pesic kam dann die Wende. Ja, also dass der Kader unglaublich gute Spieler hat, das weiß jeder. Es ist sehr viel Geld da drin, ist sehr viel Stolz auch in dem Verein. Das weiß auch jeder. Und natürlich, also für mich ist es wird jetzt da für Pesic einer der wenigen klaren Erfolgsgaranten. Wenn er irgendwo hingeht, ist die Mannschaft gut oder besser, als sie vorher war. Und ist nun mal einer der besten Trainer, die ich kenne. Aber auch, ich meine, er hat alles gewonnen und alles bewiesen, mehr oder weniger. Von daher und er zeigt es halt immer wieder. Und dass sie jetzt diese Mannschaft so eine Wende gemacht haben, ist natürlich sein Verdienst. Aber dass sie einen guten Kader haben und gut spielen können, das wussten wir vorher auch. Okay, besten Dank.